In diesem Video geht es um Zink. Wir sprechen über die Funktionen von Zink, wie man es nachweist im Blut und über die Dosierung. Wir legen gleich los. Zink ist ein essentielles Spurenelement, eigentlich ein Metall. Essentiell bedeutet, es ist lebensnotwendig und der Körper kann es nicht selber herstellen. Wir sind also auf eine Zinkzufuhr von außen über die Nahrung angewiesen. Zink kommt vor allem vor in Fleisch, Meeresfrüchten, dann aber auch in Getreiden, Hülsenfrüchten und Nüssen. Das wären so die wichtigsten Quellen. Notwendig im Körper ist Zink vor allem für das Wachstum. Also wir können nur wachsen als Kinder, wenn wir genug Zink in uns haben. Wir brauchen Zink im Gehirn. Wir wissen zum Beispiel von ADHS-Kindern, dass die fast alle einen Zinkmangel haben. Das hat natürlich noch viele weitere Funktionen. Also Zink spielt etwa bei 300 biochemischen Reaktionen eine wichtige Rolle. Jetzt gemessen wird Zink im Vollblut. Vollblut bedeutet, das Blut muss gerinnungsunfähig gemacht werden. Also es darf im Röhrchen nicht koagulieren oder gerinnen. Weil wir müssen das messen in den Zellen drin, in den roten Blutzellen. Etwa 84% von unserem gesamten Zink befindet sich in den roten Blutkörperchen. Und deswegen dort die Messung durchführen und dann haben wir ein präzises Ergebnis über einen Mangel oder einen Überschuss. Idealerweise brauchen wir pro Tag etwa 10 Milligramm Zink. Das meiste wird ja über die Nahrung aufgenommen, aber wenn man jetzt Prävention durchführen möchte, dann schlage ich vor 10 Milligramm Zink extra. Bei Krankheiten, sei das Immunstörungen, immunsupprimierten Patienten, Autoimmunkrankheiten und so weiter, auch bei Tumoren ist die Dosis höher. Dort je nach Körpergewicht und Krankheit zwischen 20 und 50 Milligramm Zink pro Tag.